Wege zum Glück hat den Untertitel Linz neu gedacht und selbst gemacht. Das heißt, hier geht es um Neudenkerinnen und Selbermacherinnen am Puls der Zeit. Nicht nur von Linz, aber mit Fokus auf die Stadt Linz, aber auch von anderen Städten. Das heißt, in dieser Ausstellung gibt es rund 35 Projekte, die von diesen Neudenkerinnen und Selbermacherinnen erzählen. Das heißt, die Ausstellung ist so angegliedert, dass man einerseits sie inspirieren kann, Projekte kennenlernen kann und andererseits dann direkt in der Ausstellung auch was ausprobieren kann. Es geht einfach darum, die Stadt eine Spur glücklicher für alle zu machen. Was gibt es denn an Mehrwert, der noch brach liegt? Welcher Potenzial lässt du noch entfalten mit meiner Mithilfe? Und unterm Strich kann man schon sagen, dass da die Gemeinschaft sehr im Fokus steht, weil selten macht man das komplett alleine. Besser ist es schon, mit anderen irgendwas gemeinsam zu machen, an einem Strang zu ziehen. Und das spiegelt sich recht gut in den vorgestellten Projekten wider. Ich beschäftige mich eigentlich schon länger mit der Frage, wie schafft man es eigentlich, gemeinsam Räume zu nutzen, die schon lange leer stehen. Also wie kommt man an solche Raumressourcen? Und ein Ansatz von mir war eben halt immer eigentlich, dass es am besten geht, wenn man direkten Kontakt zum Eigentümer hat. Und dann war eben halt die nächste Frage, wie schafft man es eigentlich, einen direkten Kontakt zum Eigentümer zu kriegen? Und die Antwort war für mich immer Nähe, vor Ort sein. Und ja, da ist eigentlich die Idee dann mit dem mobilen Raum entstanden, dass man mit diesem Raum, also dieser rote Raumwagen hinter uns, von Ort zu Ort fährt und versucht eigentlich Menschen wieder in einem öffentlichen Raum, aber es kann auch eben halt ein gebauter Raum sein, also ein Leerstand, eine Brachfläche, zusammenbringt zu einem Thema. Ein großer Schwerpunkt hat sich in der Recherche herauskristallisiert, und zwar sind es Lebensmittelinitiativen, Einkaufsgemeinschaften, die sich einfach zusammengeschlossen haben, um so regional und ressourcenschonend wie möglich sich in der Stadt ernähren zu können. Das heißt, man schaut einfach im Umfeld, welche Bauern, welche Produktionsstätten kooperieren gerne. Und man schließt sich zusammen, um einfach das zu organisieren im privaten Bereich, mehr oder weniger privaten Bereich. Und dann gibt es ganz klassische Formate, die es schon lange gibt, wie zum Beispiel die Nähküche. Einfach Leute, die eine Plattform anbieten für andere Personen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mit einer Nähmaschine umzugehen. Man kann ungezwungen hinkommen, das lernen, mitmachen, upcyclen, finde ich ganz toll. Und nach dem ähnlichen Prinzip geht auch die Bike Kitchen vor. Die bieten ja auch Hilfe zur Selbsthilfe an. Es ist einfach ein Tag in der Woche, kann man vorbeikommen mit seinem Rad und einfach sich Ratschläge holen, Unterstützung holen, wenn man was zum Reparieren hat. An sich macht die Ausstellung auf jeden Fall sichtbar, dass wir in einer Zeit leben, in der wir durchaus zuerst einmal die Medien nutzen, das heißt auch Social Media, irgendwie die virtuelle Welt nutzen, bevor wir in der realen Welt reingehen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Die Idee zu dieser Ausstellung ist eigentlich über einen Begriff entstanden. Und der Begriff lautet Stadt der Kommunisten, also Common, von gemeinsam, Englisch, gemeinsam. Und von der Sichtbarkeit der Projektinitiativen, die langsam immer wieder aufgetaucht ist. Wie man so eine Ausstellung dann umsetzt, ergibt sich durch die Recherche. Um herauszufinden, was es in Linz so gibt, habe ich auch in erster Linie das Internet benutzt, muss ich sagen. Und über viele Kontakte und auch über mündliche Recherche kommt man dann drauf, wie dicht eigentlich diese Szene in Linz ist. Wir haben immer Menschen im Sommer und wir unterscheiden nicht, ob das jetzt Flüchtlinge oder Österreicher oder Leute sind, die nicht in Österreich geboren sind. Bei uns kommen Menschen einkaufen und jene Menschen kommen zu uns einkaufen, die uns nachweisen können, dass sie zu wenig Geld haben, um ein ordentliches Leben zu führen. Und da unterscheiden wir nicht. Solche Institutionen wie SOMA wird man immer mehr brauchen, um beides aufzufangen. Auf der einen Seite zu verhindern, dass nicht noch mehr Lebensmittel im Müll landen, und auf der anderen Seite wird es immer mehr Leute geben, die uns auch aus der finanziellen Not heraus brauchen. Wir sind die Initiative Linzer Biene und es gibt seit 2012. Wie wir begonnen haben, waren 40 Imker nur in Linz, von ehemals 180 Imkern in den 80er Jahren.
Das ist rapide runtergegangen. Wir haben gesagt, wir wollen da wieder Gegenbewegung starten und haben die Linzer Biene gegründet. Also es ist halt keine Reparaturstation, das heißt, wir richten eigentlich nicht die Räder her, sondern man kommt mit einem Projekt, was man gerne machen möchte. Und dann kann man eben daran arbeiten. Schlagworte: Selbstermächtigung, Selbstorganisation, Eigeninitiative. Charakteristisch für alle, sie geben ganz konkrete Antworten.